Aufstieg in einer Kirche in Merxheim an der Nahe. Die Nabu-Fledermaus-Expertin auf dem Weg ins Reich der Schatten und Spinnen. Cosima Lindemann ist auf der Suche. Hinweise gibt es genug. Sie häufen sich sogar auf dem Boden. Da, die erste Fledermaus. Und die kommt hier selten allein. Eine ganze Kolonie der größten einheimischen Fledermäuse lebt hier, das große Mausohr. Und was fasziniert die Expertin an den Tieren? Dieses Geheimnisvolle ein Stück weit. Fledermäuse leben irgendwie mitten unter uns. Sie leben in unseren Gebäuden, in unseren Städten. Jeder hat mal ein Huschen in der Nacht gesehen und doch wissen wir irgendwie unglaublich wenig über die Tiere. Was sind Fledermäuse? Die Mausohren haben hier ihre Wochenstube. Das heißt, Weibchen ziehen im Gebälk ihre Jungen auf. Sie sind Säugetiere, wie wir Menschen, und nicht etwa Vögel. Sind zum Beispiel die einzigen Säugetiere, die den aktiven Flug beherrschen. Also nicht nur einen Gleitflug, sondern wirklich aktiv fliegen können, wie Vögel auch, wie Insekten auch. Und das ist eine Besonderheit natürlich. Die Nachtaktivität ist auch eine Besonderheit. Was vielen Menschen sehr bekannt ist, ist die Echoortung. Die haben wir Menschen uns ja auch abgeschaut tatsächlich, dass Fledermäuse sich nicht nur über ihre Augen, sondern auch über Schall, also über Rufe, orientieren. Mehr als 20 Fledermausarten leben in Rheinland-Pfalz. Keine Mäuse mit Flügeln, sondern eine eigene Tiergruppe. Wo leben Fledermäuse? Die evangelische Kirche in Merxheim. Große Dachböden sind ein typisches Sommerquartier. Manche Arten leben im Wald, in hohlen Bäumen. Im Winter ziehen die Tiere in Höhlen um. Der Schmittenstollen im nahen Land zum Beispiel ist ein wichtiges Winterquartier für mehrere Fledermausarten. Jetzt, im Spätsommer, findet die Expertin hier keine Tiere, obwohl sie sich nach und nach hier zur Paarung treffen. Anschließend halten sie Winterschlaf, benutzen dafür Spalten und Löcher im Gestein. Fledermäuse halten ja einen echten Winterschlaf. Das heißt, die brauchen den kompletten Winter über relativ konstante Temperaturen, die nicht unter 0 Grad fallen, aber auch nicht zu warm sind. Weil nur dann können die wirklich in so einen idealen Bereich fallen in ihrem Stoffwechsel und wirklich viel Energie sparen. Und eigentlich bieten solche Wetterbedingungen im Winter nur Höhlen tatsächlich. Warum sind Fledermäuse gefährdet? Zum einen werden Quartiere immer weniger, viele Sommerquartiere werden wegsaniert, Dachböden werden ausgebaut. Dann haben wir einen Lebensraum, einen Jagdlebensraumverlust in unserer Landschaft, immer weniger Insekten, die wir finden. Das ist für die Tiere natürlich ein großes Problem. Außerdem macht den Fledermäusen auch die Windenergie zu schaffen. Geraten sie in den Sog der Rotoren, können im Unterdruck ihre Lungengefäße platzen. Oder sie werden von den Windrädern regelrecht zerhackt. Wie kann ich Fledermäusen helfen? Als wir Cosima Lindemann vor einiger Zeit schon einmal getroffen haben, hatte sie gerade ein Pflegekind. Die Baby-Zwergfledermaus hatten Tierfreunde halb verhungert gefunden. Die Expertin kann solchen Tieren helfen. Im Tierheim abgegeben worden und jetzt muss er eben von Hand aufgezogen werden. Das dauert am Anfang immer ein bisschen, bis er soweit ist, dass er die Milch nimmt. Die Rettung von verletzten Fledermäusen ist aber nur der Extremfall. Wer etwas für die Tiere tun will, sollte bei der Gestaltung der Umgebung anfangen. Das eine ist Quartiere schaffen. Das kann man entweder wirklich direkt am Haus tun für Arten, die am Gebäude leben. Wer einen großen Dachboden frei hat, könnte den für Fledermäuse herrichten. Man kann aber auch Fledermauskästen aufhängen, entweder am Haus oder eben an Bäumen aufhängen. Wichtig ist auch, dass man Gärten insektenfreundlich gestaltet, denn ein insektenfreundlicher Garten ist am Ende auch wieder fledermausfreundlich. Fazit: Über dem Naheland bricht die Nacht herein. Die Expertin belauscht die Fledermäuse bei der Jagd, findet sie mit einem speziellen Ultraschalldetektor. Huschende Schatten, nachtlebende Säugetiere mit einer interessanten Lebensweise. Fledermäuse haben es schwer, aber wir können ihnen das Zusammenleben mit den Menschen ein bisschen leichter machen. Die Experten versuchen, den nächtlichen Fliegern weitere Geheimnisse zu entlocken.